Willkommen zurück bei Ori and the Will of the Wisps. Im letzten Part haben wir schon die tragische Geschichte angefangen bei Ori and the Will of the Wisps. Wir haben den ersten Flug mit Kuh gestartet, einer kleinen Eule. Doch wir sind abgestürzt in einem Sturm und sind nun hier in irgendeinem Moor. Haben dort schon die ersten Schlüsselsteine gefunden und die setzen wir jetzt einfach an. Ich bin sehr gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Ob wir Kuh nochmal finden. Es bleibt spannend. Im Hintergrund habe ich auch schon so einen riesigen Wolf gesehen. Ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Und hey, aber hier gibt es zumindest Wasser. Das war ja im ersten Teil jetzt auch nicht unbedingt immer der Fall, ne? Weil ich mich fast glüht denn hier. Und es schaut schon wieder unfassbar gut aus. Was ich im letzten Part voll vergessen habe zu erwähnen. Hier geht es doch rein, oder? Schaue ich mir nochmal. Und zwar habe ich das Ganze erwähnt, dass das auch jetzt mein erstes Let's Play ist. Auf WQHD. Heißt 2560 Pixel mal 1440. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Es wird immer besser auf meinem Kanal. Immer größere und immer höhere Qualitäten. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ja, ob es bei euch angekommen ist. Ob ihr es gemerkt habt. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Da ist dieser Wolf, den ich gesehen habe. Kommt jetzt schon die erste Flugszene? Mir scheint so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heilung. Ja klar, was soll ich denn tun? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä, was soll ich denn tun? Sehr gut, Ori. Weiter so. Achso, das ist das... Oh, okay. So, weg mit dir. Geh bloß weg, 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 weg. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich ausweichen soll bei dem Typ. Aber wir haben schon recht viel. Das ist, denke ich mal, nicht schlecht. Wie gesagt, in Ori and the Will of the Wisps auch neu, wie man hier sehen kann, Bossgegner. Und ich stelle mich schon mal nicht so gut an. Das war aber nicht schlecht. Wir haben es tatsächlich geschafft. Sehr, sehr cool. Damit gibt es auch schon den ersten Erfolg. Das war knapp. Das könnte man so sagen. Ich mache mal noch kurz ein bisschen den Spielsound leiser, weil... irgendwie schon extrem lauter, aber okay. Wie gesagt, Bossgegner und Fluchtszenen sind was Neues in Ori and the Will of the Wisps. Also Fluchtszenen ja jetzt nicht unbedingt, aber Bossgegner. Und es kommen noch sehr, sehr viele dazu. Oh, jetzt brennt hier auch alles. Bin gespannt, wie sich das entwickeln wollte. Aber nochmal kurz zu dem Thema, und zwar WQHD. Ich hoffe, es ist euch aufgefallen. Ich habe auf jeden Fall schon mal gesehen, dass der erste Part besser als ich dachte ankommt. Sehr, sehr vielen herzlichen Dank. Ah, er hat jetzt hier aufgemacht. Das ging nämlich davor hier nicht durch. Vielen Dank nochmal. Mega cool. Finde ich einfach nur mega nice. So, wir schauen mal hier hin. Ja, diese... da ist noch ein Kartenstück. Aber ich glaube, ich komme da jetzt leider nicht mehr zurück. Nein. Wir müssen jetzt leider hier hin. Ausbau. Okay, so heißt dieser Gegner also. Oh je, hier sind überall Knochen. Und ich habe leider noch keine Waffe. Heißt, wir sind eigentlich gezwungenermaßen. Müssen wir jetzt hier längs gehen. Wo halt der Weg hingeht. Sehr gut, da ist auch ein Schlüsselstein. Frage ist, darf ich jetzt darunter? Ich probiere es einfach. Ah ja. Okay. Da brauche ich die Schlüsselsteine. Doch da hoch komme ich doch noch längst nicht. Komme ich hier runter auch nicht. Achso, mach einen Backflip. Cool. Hier ist auch wieder kleines Wasser. Oh, es schaut einfach so schön aus. Wie gesagt, WQHD. Ist natürlich noch um einige schöner. Und hey, da ist wieder so eine Katze. Was seid ihr denn? Die sind auf jeden Fall auch neu. Geh jetzt mal da runter. Ich riskiere es. Ah, okay. Hier ist einfach nur Leben. Oh, sag nicht, ich komme jetzt doch. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr zurück. So, die Steuerung mit dem Klettern und allen anderen ist irgendwie ganz anders. Ich muss gar nichts mehr drücken. Und der erste Fähigkeitsbaum. Mal schauen, was wir hier als allererste Fähigkeit bekommen. Während uraltes Licht erwachte. Suchten Naru und Gumo die Nacht hindurch.
Du bist nicht wie die anderen. Der Heuler, der Kreischer. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er wusste, er leuchtete. Er hat seine Erinnerungen mit dir geteilt. Geisterklinge, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LC gedrückt, um sie X, Y oder B zuzuweisen und führe Combo-Angriffe aus. Sehr cool. Nutze jetzt das Licht, wir wollen es sehen. Klar doch, aber seid doch nicht so schüchtern, ich tue euch nichts. Okay, Geisterklinge, führe einen Nahkampfangriff aus. Ich leg's jetzt erstmal, weil ich es jetzt schon so gewöhnt bin auf X. Und so schaut das Ganze aus. Es gibt nicht mehr diese Lichtkugel halt. Sondern es gibt eine Geisterklinge, damit es um einiges schwerer wird. Gibt es jetzt Nahkampf und Fernkampf. Das Kampfsystem voll aufgewertet. Aber was ich noch kurz sagen wollte. 2015 in The Blind Forest sah diese Animation schon sehr schön aus, wenn Ori eine Fähigkeit bekommen hat. Aber jetzt sieht die noch so viel besser aus. Oh mein Gott. Ich denke mal, diese Fähigkeit lässt uns auf jeden Fall... Oh, das war ein geheimer Ort. Oder? Nee, doch nicht. Lässt uns auf jeden Fall nochmal viele neue Wege offen. Wie zum Beispiel genau hier durch. Das dachte ich mir. Und da sind wieder diese altbekannten Gegner. Die können wir natürlich jetzt auch zerstören. Sehr gut. Wir müssen natürlich immer noch vorsichtig sein. Ich meine, ja, so viel Leben haben wir jetzt noch nicht. Nein. Wow, wie schnell schießt ihr denn? Das bin ich nicht mehr gewöhnt. Aha. So, dieses 240 Geld. Ich bin auch gespannt, was man damit machen kann. Und diese Combo-Angriffe sind schon mega cool. Die gefallen mir schon mal mega krass. So, ich finde es komisch, dass halt Ori sich jetzt immer automatisch festhält. Beziehungsweise nicht komisch, sondern eher ungewohnt. Nein, nicht schon wieder so einer. So, wir machen jetzt aber auf jeden Fall viel mehr Damage. Sehr schön. Und auch die Range ist gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir alles. Oh, hier komme ich auch durch. Nice. Was ist denn das? Das habe ich mir schon öfter gesagt. Magnet, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Ori fliegen weiter entfernte Kugeln zu. Drücke zum Anlegen diese Taste. Genau, man kann nämlich, es gibt ziemlich viele, sag mal Perks, ne? Mir ist die erste Frage gestellt, man kann immer nur drei ausrüsten. Jetzt erstmal mache ich sowas Unnötiges, aber natürlich später wird sowas wie Dreifachsprung, Doppelsprung, sowas halt, ne? Wird später mal entstehen und hier waren wir noch nie drauf, schauen wir uns gleich im Inventar um. Oh, ist das diesmal der Baum? Nee. Questgegenstand, der erste Schlüsselstein. Ach, das sind alle Quests, oder? Wir werden ja auch doch, ich denke mal, schon 100% spielen. Energiezellen, Lebenszellen sind ja normal. Seine Splitter, so kann Ori mehr Splitter anlegen. Oh, das heißt, irgendwann können wir 8 Splitter anlegen. Das ist interessant. Und Gorlek-Erz wird zum Bauen und Verbessern von Gebäuden eingesetzt. Interessant, und das ist halt einfach die Währung, dieses Licht. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Boah, diese Fähigkeit ist mega nice. Ich habe gerade irgendwas auch eingesammelt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was. Oh mein Gott, ich kann einfach nur prahlen von dieser geilen Umgebung hier. Denk mal, jetzt werden wir auf bessere Chancen haben gegen diesen Wolf. Doch wer seid ihr eigentlich? Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Ja, bin ich auch. Wir Mocky dachten, aus den Wäldern aus Niven sind alle Geister verschwunden. Weg, alle Geister. Du suchst nach jener und den... Wir kennen einen Sucher. Den großen, moosigen. Moosig, gehe zu den Sumpflands. Quollok wird dir helfen, den Weg zu finden. Wo ist denn unser Ziel? Oh, so weit oben. Finde Quollok, Wächter des Sumpflands. Sprich mit Quollok, dem Wächter des Sumpflands. Die Mocky glauben, dass er dir bei der Suche nach Kuh helfen kann. Oh, okay. Mocky, so heißt er also. Das ist auch eine neue Quest. Ich schätze sogar, dass es eine Hauptquest ist. So, wir gehen nochmal hier runter, weil genau hier sind wir auch nicht weitergekommen. Doch jetzt kommen wir hier natürlich weiter. So, das sind ja immer noch die Lame-Gegner. Ich finde es auch so cool, wenn man einen Angriff macht, dass Ori einfach auf der Stelle stehen bleibt und der Magnet funktioniert ja richtig gut. Den musste man früher nämlich immer erstmal ein bisschen leveln, aber jetzt ist er echt gut. Gegen diesen Gegner stelle ich mich noch nicht so gut an, muss ich sagen. So, hier komme ich doch bestimmt durch. Perfekt. Also die geheimen Orte, die finde ich bis dato ganz gut eigentlich. Ich möchte mal kurz auf der Karte gucken. Das ist überhaupt nicht unser Weg halt, ne? Aber ich möchte jetzt trotzdem mal ausprobieren, wo es denn hier längs geht. So, und was ich noch sagen wollte, ich sag's ja immer wieder öfters, weil wir spielen ja eigentlich recht viele Spiele, nicht direkt zu Release. Oh, ich kann direkt ziehen. Krass, okay, das wusste ich nicht.
Ich finde es immer so gut nach Release, dass einfach alles schon besser wird. Am Anfang hat dieses Spiel schon so teilweise echt krasse Ruckler gehabt. Manchmal merkt man es hier jetzt auch noch, das habe ich schon gemerkt. Aber im Großen und Ganzen hat sich es echt auf jeden Fall verbessert. Hier komme ich nicht hoch. Komme ich da an sich hoch? Nee, ah okay, dafür ist der wahrscheinlich da. Aber wie gesagt, das finde ich gut, beziehungsweise besser, dass wir es nicht am Release spielen. Als ob der Stein nicht schwer genug ist. So. Aber cool, dann wird uns das Ziehen jetzt auch schon beigebracht. Also alles so ein bisschen anders. Ist irgendwie schon so im Prinzip dasselbe wie Orient the Will, Blind Forest. Aber doch nochmal ganz anders. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Oh no. Oh je, was bist du denn? Ah ja, okay. So ein Gegner bist du. Oh mein Gott, du machst aber viel Damage. Scheiße. Oh, das war jetzt gut, dass ich es geschafft habe. Oh, jetzt kommt nochmal so einer. Ja, komm, Bus. In den, wie gesagt, oh, zwei. Eieiei. Ah, ich kann auch nach oben machen. Schau an. Ja, perfekt. Da, gut, dass man immer Leben bekommt. Und die weichen auch immer zurück, wenn er dann im richtigen Moment macht. Vorerst können wir jetzt auch immer einfach nur draufballern. Perfekt. Der erste Bossraum, könnte man sagen. Vorerst können wir immer so machen, dass ich einfach, ja, gucke, dass ich irgendwie drauf gehe. Einfach nur, oh. Ich meine, schauen, ob das später dann auch noch geht. Ob die Gegner stärker werden. Wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich mich gerade dran bewege. Dann, wie gesagt, eigentlich nach da oben. Was ist das überhaupt? Ah, das ist ein CPU. Mhm. Wir haben einen Fähigkeitsbaum. Wow, als ob. Das habe ich nicht geplant. Gut, dann würde ich sagen, wir absorbieren nochmal das Licht. Die Animation ist, wie gesagt, so schön. Und die Musik dazu natürlich wunderbar. Was bekommen wir denn hier? Den Doppelsprung, sehr gut. Drücke A und nochmal A, um höher zu springen. Der ist, denke ich mal, sehr sinnvoll. Da bin ich auch froh, dass wir den haben. Aber ist das nicht so ein... Moment mal. Genau, ich dachte, das wäre auch so ein Splitter. Aber krass, ich wusste echt nicht, dass man irgendwann, ja, 8 Splitter aus... Also benutzen kann. 3. Das ist ja eine ganze Reihe eigentlich, ne? Ist eigentlich gar nicht schlecht, aber trotzdem wird es schwer, sich zu entscheiden. Ah, jetzt komme ich auch hier hoch und wir bekommen schon den nächsten Splitter. Klebrig, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Wenn du bleibst an Wänden kleben. Ja, das ist auch mal sinnvoll. Wie gesagt, mache ich jetzt alles. Ah ja, schau an. Sehr sinnvoll sogar in der Erkundung. Wir können ja auch jederzeit wechseln. Das ist halt auch so eine ganz neue Taktik, bekommt man hier. Die es davor so gar nicht gibt. Ah, ich komme hier auch... Moment mal, komme ich hier gar nicht mehr zurück? Doch, nur mit dem Doppelsprung, ne? Mhm. Sehr gut. Und dem Klebrigen. Oh, das ist mega nice, das Klebrig bleiben. Nein, weg mit dir. Ja, ich finde es so geil. Man kann auch wirklich... Also ich kann es nur empfehlen, mit Controller zu spielen, weil wenn ich den Stick nach unten drücke, dann geht es nach unten. Wenn ich nach oben, dann nach oben. Zur Seite natürlich auch dasselbe. Hier ist eine Wand, alles klar. Oh, das ist so schön mit dem Klebrig bleiben, ohne Witz. Werde ich, denke ich mir, immer beim Erkunden anwenden. So, okay. Das ist tatsächlich dann ja auch schon Endstation. Okay, die Karte braucht immer extra etwas lange. So, oder? Mhm. Ich sehe hier eine Wand. Alles klar, sehr gut. Also dann haben wir den Bereich schon mal abgeschlossen. Ich hoffe, ich habe halt auch nichts verpasst, ne? Wow, wie geil. Ich bleibe ja wirklich überall kleben. Bei diesen Stacheln, die sind sehr gemein. Da muss man das Öfteren mal aufpassen. Was ich mich gerade frage, warum ist hier sowas? Geht's hier runter oder... Ah, sehe ich jetzt nicht so gut, weil Ori da so ein bisschen im Weg ist. So, Moment. Schauen wir das Ganze nochmal. Nein, Tatsache nicht. Alles klar. Aber irgendwie kommen wir auf jeden Fall... Ja, so komme ich auch hier wieder rüber. Irgendwie kommt man auch hier runter. Aber ich schätze mal jetzt noch nicht. Aber wir werden uns sowieso irgendwann mal die ganze Map auch anschauen, sowieso. Die Frage... Ja, ich gehe jetzt erstmal hier längs noch. Weil wir jetzt auch hier weiterkommen, fällt mir gerade auf. Ah, und hier ist das erste Teleport. Hallo, Mocky. Das Licht aus den Portalen fließt durch Niven. Es verbindet, es heilt, es sind Portale. I know. Kennt man natürlich auch schon. So, Spiel gespeichert. Sehr, sehr gut. Werden wir gleich mal vollgehalten. Ich weiß gar nicht, ob wir wenig hatten. So, aber ja, cool. Selbst wenn wir den ersten Teleportpunkt schon. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn wir jetzt nicht durch die Story rushen, weil, wie gesagt, ich mag eigentlich schon so 100% das Spiel spielen. Und da gehört das eigentlich schon so dazu. Die ganze Karte mal anzuschauen. Natürlich gehört es dazu, ne? Oh je. Oh, ich liebe das. Dass man in der Luft einfach so stehen bleibt und draufballert.
Und die Musik ist so unbeschreiblich schön bis dato. Ich liebe... Ah, okay, er bleibt aber nur eine gewisse Zeit in der Luft. Also das Kampfsystem ist halt wirklich ganz anders. Man muss sich da wirklich erstmal reinfuchsen, glaube ich. Ich glaube, ich komme hier aber Tatsache auch gar nicht weiter. Alles bitte. Cool, man kann sogar anstellen, was man sehen will und was nicht. Wir sind auf jeden Fall bis dato immer richtig gekommen. Ah, so kommt man da runter. Alles klärchen. Wie gesagt, irgendwie... Da unten ist ein Schlüsselstein. Den brauchen wir wahrscheinlich sogar. Vielleicht ist das sogar der Weg, den wir jetzt gehen sollen. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, aber ich bin ja gleich hier runtergegangen. Aber ich vermute doch schon, wenn hier ein Schlüsselstein ist. Sehr schön, ich wollte zuerst mal hier hin. Wir müssen natürlich die Zwischenebenen auch checken. Kommt man hier durch? Nein. Check trotzdem alles. Ach komm. Manchmal ist das klebig bei einem vielleicht sogar nervig, aber meistens eher wohl nicht. Zack. Er darf schon runter. Sehr gut. Ja, also es passt. Dann besiege ich erstmal dich wieder. Immer Free Points. Oh, der Magnet ist auch so angenehm. Wahrscheinlich kriegt man jetzt hier auch so die Perks, die so am besten sind für den Anfang. Es schaut einfach alles so viel nochmal schöner aus. Ich meine, Blind Forest war schon echt krass für die Zeit, ne? Aber jetzt schaut es nochmal eine Stufe besser aus. Und diese Steine kennt man natürlich. Die beziehungsweise auch diese Strahle. Wenn man da reinläuft, ist man direkt tot. Also ein Insta-Kill ist es. Deswegen lasse ich das lieber mal so. Und wir holen uns einen Schlüsselstein. Okay, es wird gar nicht angezeigt, wie viele man braucht. Aber weiter geht's auch gar nicht. Alles klar. Dann nichts wieder nach oben. Jetzt verstehe ich auch, für was das Ganze war. Die ganzen Zwischensteine hier, damit man etwas entspannen kann. So, aber alles klar. Ja, es macht alles Sinn. Es fügt sich alles ineinander. Ich wundere mich gerade, warum das hier noch nicht links ist. Aber ich glaube, wir haben ja tatsächlich jetzt alles gesehen. Hier ist es noch so leicht dunkel, aber ich denke nicht, dass das was zur Sache tut. Genau, und wie ich mir hier dachte, wird man hier irgendwann runterkommen. Aber da braucht man auch erstmal eine Fähigkeit, beziehungsweise Ori muss erstmal was wieder beim Geisterbaum lernen, bevor er das machen kann. Deswegen lassen wir diesen Bereich jetzt hinter uns und gehen, ich glaube, schon nach hier nach oben, ja. Also ich finde auch Metroidvania ist mittlerweile echt so cool zum Spielen. In meinen Augen einfach ein mega cooles Prinzip und ich check langsam die Fähigkeiten von ihm. Schaut vielleicht nicht so ganz aus, aber immer wenn man ihn angreift, dann wird er böse und er nimmt dann Anlauf. So ungefähr ist es. Gott, die schießen auch viel schneller, als ich das in Erinnerung habe. Aber ja, genau. So. Also wir sollen immer noch zum guten... Ich weiß gar nicht mehr seinen Namen. Zu Quarlock, genau. Zu dem sollen wir gehen. Ich habe da so eine Vermutung, wie der ausschaut, beziehungsweise wer er ist. Bin mir da aber jetzt auch nicht so sicher. So, war ich eigentlich jetzt schon hier oben? Ja, ich glaube, ne? Genau, musste man ja. Ah, muss ich jetzt auch wieder, fällt mir gerade auf. Oh, come on, als ob der mir jetzt Damage gemacht hat. Das geht ja gar nicht. So, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt schon den Double Jump haben, weil mit Double Jump fühlt sich einfach das ganze Spiel um einiges besser an. Nein, oh Gott, nichts verkacken hier. So, was ich mich gerade frage. Habe ich mich hier recht genau umgeguckt? Ah ja, das ist ja alles hier wieder Secret. Das ist auch immer das Gemeine. Die Karte auf 100% zu bekommen, ist wirklich gar nicht mal so leicht, wie man sich denkt. Man sollte auch eigentlich immer alle Gegner töten, weil die gute Erfahrung geben. Beziehungsweise diesmal ist es ja Währung, früher war es ja Erfahrung. So, also, let's see again. Da nach oben. Moment mal, wie soll ich denn da hochkommen? Frag ich mich gerade so. Moin, na du. Ah, Moment. Machst du die Brücke kaputt? Das möchte ich mal testen. Kann ich mir nämlich vorstellen. Nee, okay, dann auf Wiedersehen. Oder bin ich auf Wiedersehen? Nein, ich habe sogar noch ganz gut Leben. Ja, wir brauchen tatsächlich den Doppelsprung, sehe ich hier auch gerade. Ah, aber das habe ich noch nicht genügend. Nee. Alles klar. Ah, da oben ist der nächste. Okay. Dann ist das wahrscheinlich sogar hier bedingt, dass ich hier längs muss. Und den Double Jump auch habe, weil sonst würde ich diese Jumps hier definitiv nicht schaffen. Ja, Tatsache. Wir haben gar keine andere Wahl, als jetzt hier reinzugehen. In diesen Sumpf. Der schaut sehr
düster aus und glaube, ich sollte eigentlich auch nicht rumschwimmen, ne? Da braucht man wieder diese Fähigkeit, heißt schon zweimal. Ich glaube, die wird auch gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Ich finde es cool, dass man auch hier schon von Anfang an diese ganzen Sachen sieht. So, die Frage ist, jetzt kriege ich nur Damage oder bin ich direkt tot? Muss ich gar nicht rausfinden, das ist ja eigentlich ganz angenehm. Ah, aha, das dachte ich mir doch. Moment, war das jetzt nur ein... Nein, war es nicht. Ich dachte mir, war das jetzt nur so ein Zwischenweg oder nicht? Aber ich glaube, ich muss dann doch zuerst mal hier das alles hier fertig machen. Ah. Und es ändert sich schon wieder die Musik. Sehr gut. Also die Musik ist jetzt wieder so, wie man es von Ori gewöhnt ist. Wunderschön. Ich freue mich auf mehr. Ich glaube, das ist ja aber gerade nur der Rückweg, den ich hier gerade antrete, ne? Oh mein Gott. Also ich mache schon so ein paar blöde Fehler. Es wird auch den ein oder anderen blöden Fail geben, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich der Rückweg. Wie ich mir das vorerst dachte. Super. Und das war nur... Also das war gar nicht schlecht, dass ich das rausgefunden habe. Da war schon wieder ein neuer Gegner. Und wie? Was muss ich drücken? Nein! Ah, Ori, I'm sorry. Okay, erster Death. Aber Gott sei Dank gab es hier gerade einen Checkpoint. Wahrscheinlich, weil sie sich so dachten, okay, die wissen es bestimmt nicht mehr. So, hier, ach, kann man nicht lang. Verdammt, ich dachte es mir eigentlich. Jawohl. Vielleicht war ich einfach nicht nah genug. So, weg mit dir. Nein, das machst du nicht. Boah, Gott sei Dank, ey. Aber Ori hätte ich tatsächlich von selber fest. Wow. Kann ja auch hochlaufen. Okay, ich muss gar nicht springen. Das wusste ich auch nicht. Wow, wow, wow. Was machst du denn da? Lieber weg mit dir. Ah, ja, das dachte ich mir. Bisschen zu langsam reagiert. So ein bisschen Brain Out. Aber naja. So. Die Frage ist schon wieder. Links oder rechts? Ah, links ist eine Lebenszelle. Oh mein Gott. Die erste Lebenszelle. Sehr, sehr cool. Fragment einer Lebenszelle. Du hast ein Fragment einer Lebenszelle gefunden. Finde die zweite Hälfte, um dein maximales Leben zu erhöhen. Oh, wow. Das erinnert mich schon sehr, sehr, wow, hart an Zelda, ne? Den Herzteilen. Aber okay, stört mich nicht, ganz ehrlich. Das war gut abgemessen von den Entwicklern. Ja, von mir aus gerne. Dann haben wir noch mehr Sachen zum Finden. Und das Spiel wirkt nochmal etwas größer. Freut mich eigentlich. So, jetzt bitte nicht treffen lassen. Dankeschön. Oh je, Blind Jumps. Ist nicht so mein Fall, ne? Muss ich sagen. Aber ich habe ja den Double Jump. Perfekt. Ah ja, es war auch perfekt. Sehr gut. Mehr gibt es hier auch nicht als die erste Lebenszellenfragment. Dann gehen wir jetzt noch hier längs. So. Gehen wir mal wieder in Richtung Story. Kann ja bestimmt nicht schaden, ne? Hahaha, die Jumps sind hier echt gut abgemessen. Bis dato, da auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gemacht. Gut getestet. Ich kann es mir nicht abgewöhnen, dass ich nicht kleben bleibe. Aber ich glaube, ich sollte mich auch nicht dran gewöhnen, dass ich immer an der Wand klebe. Weil ich glaube kaum, dass das tatsächlich für immer ist, ne? Das Wasser schaut auch so schön aus und es ist so abwechslungsreich bis dato. Sehr schön, jetzt kann ich auch, ja, hier einfach rein. Das war ja davor auch nicht so möglich. Oh je. Sag ich mal, gut, dass ich das klebrig sein habe. Geht das unter? Ich habe immer das Gefühl, die gehen gleich runter. Ah. Weg mit dir. Das sind einfach diese Gegner, die man wegklatscht. So wie in Mario zum Beispiel die Goombas, ne? Ah, hier ist schon die zweite. Sehr schön. Du hast deine Lebenszelle vervollständigt. Das maximale Leben wurde erhöht. Damit haben wir 4 Herzen. Mich würde halt interessieren, ob man das auch hier sehen würde. Aber ich denke schon. So. Ah, das fühlt sich auch so gut an. Die Steuerung ist so präzise. Bis hierhin zumindest. Einfach nur super. Ich kann bis jetzt nur loben, das Spiel wirklich. Ohne Lücke nur... ja... loben. Mir ist gerade einfach das Wort nicht mehr eingefallen. Ja, hier sind wir jetzt auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich frage mich, soll ich nochmal hier links? Vielleicht ist das gar nicht schlecht, wenn ich hier so hingehe. Ich denke nämlich, das ist so ein Energie-Dings. Aber ich rede zuerst mit dem Mocky. Du bist ein Geist. Deiner zittere Geist. Du hast Mock den Mutigen gegenüber. Ich klinge nicht sehr überzeugend, aber ich bin mutig. Oder zumindest wäre ich das mit einer Trophäe. Eine Trophäe wie dem Schädel von Hole. Aber ein Fangzahn tut's auch, wenn der Schädel zu schwer ist.
Ich habe Hole im Osten kämpfen hören. Vielleicht hat er einen verloren. Oh, ist Hole dieser... Also Hole ist doch der Wolf, oder? Weil vorher waren wir im Hole's Nest und ja... Mussten dann von ihm fliehen. Haben ihn dann irgendwie doch aber in die Lücke gezerrt. So, den lasse ich jetzt mal kurz in Ruhe. Hier komme ich jetzt auch durch, sehr gut. Und hier ist ein weiterer Splitter. Rücksichtslosigkeit, du hast einen neuen Geistersplitter. Du verursachst oder leidest mehr Schaden. Ah, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Nächste Stufe. Als ob man die Perks sogar upgraden kann. Oder die Geistersplitter. Ja, werde ich jetzt auch mal kurz mal annehmen. Ich vermute, dass es für mich eher nicht so gut ist, weil ich irgendwie sehr oft Damage kassiere. Ja, ich verliere jetzt eine ganze Dings hier. Aber ich lasse es jetzt erstmal. Bis ich zumindest eine neue... Komme ich hier nicht mehr hoch? Das glaube ich ja gar nicht. Ja, man sollte sich einfach bloß nicht so blöd anstellen. Sehr gut. So. Schaue ich nochmal. Ja, genau. Hier bin ich schon mal richtig. Um das Licht zu absorbieren. Moment mal. Moment mal, ich kann nochmal absorbieren. Regeneration. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte RT gedrückt, um es auszuholen. Gesundheit und Energie stellt es wieder her. Wait, what? Okay. Nein, nicht die Geisterklinge. Moment. Ah, hier. Ja, mache ich jetzt mal aus B. Oh mein Gott, wie cool. Das ist, ja, stimmt, das ging doch im Vorgänger auch schon. Ja gut, das hätte ich jetzt tatsächlich übersehen, muss ich sagen. Deswegen sehr gut, dass wir Backtracking betreiben. Man könnte sagen, jetzt schon, ja, aber gut. So, also dieses Ding hier ist schon komplett abgeschlossen. Der sieht ja auch mal, wie krass das ist. Hier ist nun mal das Tintenmoor und der und das Pollock-Teil da oben. Es wird sehr, sehr groß auch, das Spiel. Aber ja, ich freue mich einfach mega drauf. Es ist einfach geil. Ich möchte es wirklich schon seit Release spielen, aber hatte halt nicht die Möglichkeit. Und jetzt da so den PC habe ich seit einer Woche und direkt dachte ich mir, jetzt kann ich es endlich let's playen. Es wird mega geil. Ja, perfekt. Das kann ich mir jetzt holen. Nein? Ja, oder auch nicht. Ah, sowas gab es ja auch bei Ori and the Blind Forest. Das sind so typische Schalter, ne, die man umlegen muss. Schau mal dafür hier oben, aber nein, sieht nicht so aus. Okay. Ich frage mich halt jetzt, ob ich nochmal dort... Was war denn das nochmal? Wird zum Bauen und Verbessern von Gebäuden eingesetzt. Ja, dann werden wir das jetzt auch noch machen. Immer jetzt sowieso schon was Cooles gesehen. Oh, hier war die Fackel. Ah, ich komme gar nicht zurück, oder wie? Und zwar haben wir ja schon... Ah, wir haben ja schon... Ja, heute die Geisterflamme bekommen, ne? Und das ist ja schon mal was. Ich möchte jetzt doch nochmal trotzdem zum Händler. Wer weiß, was der so hat. Hallo? Ah, da ist er ja. Lupo. Sei gegrüßt. Ich bin Lupo, Kartograf der Extraklasse. Das ist ein ganz schöner Sturm, hat meinen Karten Topf nass gemacht. Also kommst du jetzt zum halben Preis, ja? Schließlich heißt das, du würdest nur nach einer Freundin suchen und was ich dafür eine geeignete Karte habe. Möchtest du die Karte des saftigen Sumpfgebietes für 50 Geisterlichte entstehen? Ah, alles klar, wir holen uns jetzt die Karte. Ja, klar doch, nehme ich auf jeden Fall mit. Verbindlichen Dank. Ich bin gespannt, ob wir immer ihn antreffen werden oder halt nur jetzt in diesem Sumpf. So, schauen wir doch mal. Ah ja. Okay. Dieses ganze Gebiet würde ich mir jetzt in nächster Zeit mal noch nicht anschauen. Und ich sehe schon, hier ist nochmal ein... Na, ihr wisst schon. Ein von so einem Teil. Okay, das macht's also. Etwas Mut. Achso, das sind sogar die Quests. Oh mein Gott, das sind ja... Es ist einfach alles hier. Was ist das? Ah, es gibt sogar mehrere Male hier. Das ist auch ein Riesengebiet hier. Okay, ja, dann haben wir nochmal viel zu tun. Hier im Tintenmoor. Danke, Lupo. Hast du eigentlich sonst noch was? Ein Name kann gefährlich sein, weißt du? Zum Beispiel der Name des Ortes, Tintenmoor. Er versucht mit diesem Wasser meine Karten zu zeichnen und, naja. Reinste Papierverschwendung. Na, passt schon. Für mich reicht's auf jeden Fall. Ah, ich bin jetzt nicht voll. Ah, ist gut. Schade. Wow, schaut das hier schön aus auch. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht voll, dann können wir das ja jetzt ausnutzen. Ah, ich sehe gerade, wir können das hier so oben längs gehen.
Oder geht's da jetzt immer noch nicht? Doch, hier geht's durch. Sehr gut. Okay, dann schauen wir halt uns doch im nächsten Part noch das Tintenmoor an. Ah, hätte ich jetzt gar nicht gesehen ohne diese Zeichnung. Sehr gut. Das ist auch was Wichtiges gewesen. Oh, und hier oben ist anscheinend, ja, da komme ich halt noch auch nicht hin. Ja, welches Genie lässt sich genau von einer so einer Kacke treffen? Ah, das ist auch typisch. Zack, das füllt ja diese Dinger wieder auf. So, diese Schnecken oder was? Was sind denn das? Ah, da sollte man, glaube ich, am besten hochspringen. Die sollte man auf jeden Fall töten. Ja, ich komme hier auf jeden Fall weiter. So, ich komme auch hier tatsächlich nach oben. Aber das ist das Gebiet, wo ich noch nicht rein wollte, oder? Hm. Naja, ich würde sagen, das war's von der zweiten Folge Ori and the Will of the Wisps. Bisher macht das Spiel mega Bock. Die Musik ist einfach Premium, aber ich habe es auch so erwartet. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch weiterhin so auf das Let's Play wie ich. Dann sehen wir uns bei einer weiteren Folge. Bis dahin und ciao.